Seit Jahren schon ist Dakota Johnson eine Größe in Hollywood. Die Schauspielerin sah vor Beginn ihrer erfolgreichen Karriere aber ganz schön anders aus. So kennen wir sie seit 50 Shades of Grey, mit langen braunen Haaren und einem süßen, fransigen Pony. Doch in den 2000ern, als sie eher wegen ihrer berühmten Eltern Melanie Griffith und Don Johnson oder ihres berühmten Stiefvaters Antonio Banderas im Rampenlicht stand, sah Dakota noch völlig anders aus. 2005 zeigte sich Dakota nämlich mit blonden Haaren. Hättet ihr sie wiedererkannt? Dem Pony blieb sie auch damals treu und ähnelte so sehr ihrer Mutter. Als Blondine sah man Dakota bis 2014 regelmäßig auf dem roten Teppich, doch dann wurden ihre Haare allmählich dunkler und ihr Stil erwachsener. 2015 feierte Dakota ihren großen Durchbruch in Hollywood, als sie die Rolle der Anastasia Steele in 50 Shades of Grey bekam. Seither ist sie unter die Brünetten gegangen, zeigte sich hin und wieder jedoch mit ein paar hellen Highlights. Inzwischen kennen wir die Schauspielerin mit ihrem Markenzeichen, den ellenlangen braunen Haaren und dem Pony.